Servus Leute, gestern gab es einen Podcast von BSG, Tarkov TV, und wir haben einen Haufen Infos bekommen rund um den nächsten Vibe, was wir erwarten können von den Patches, was BSG im Moment so treibt, Arena und sogar den Patch danach haben sie uns eine Roadmap gezeigt, aber alles in dem Video, alles was wir an Infos bekommen haben, fasse ich euch hier mal zusammen. Viel Spaß! Gab echt einige Infos, einige Enttäuschungen. Wer hätte es gedacht, der Vibe ist nicht direkt einen Tag nach dem Podcast. Und sie haben aber gesagt, Vibe ist im August. August, ja, ein ganzer Monat. Ich würde nicht erwarten, dass er allzu früh ist. Ich würde hier eher davon ausgehen, dass es eher am Ende ist. Und sie haben uns eine sehr schöne Roadmap gegeben und wir schauen einfach mal Stück für Stück durch. Erstmal alles rund um, ja, Tarkov, die Patches, den Vibe und danach alles, was wir zur Arena wissen. Nikita hat direkt am Anfang von diesem Podcast hier diese Roadmap veröffentlicht und da steht dann, da sind sogar, ist sogar der nächste Vibe gekennzeichnet, also der anstehende Vibe ist im August hier und der Vibe für Dezember, was dann ein etwas kürzerer Vibe wäre und was bis dahin alles geschehen soll. Da gehen wir jetzt einfach mal kurz drüber, was wir für den August-Vibe erwarten können. Loadout-Presets, also dass man ganze Loadouts saven kann und die dann auch direkt kaufen kann und equippen. Gute Sache. Randomized Loot Container Spawns wurde schon gezeigt, dass einfach Kisten irgendwo random sind auf der Map und nicht immer an derselben Stelle. Man kann auswählen, welcher Körperteil geheilt wird. Das ist genauso wie Magazinauswahl, die es schon gibt im Game. Helmlichter gehen endlich ja, normal. Man kann sie an- und ausschalten, aber es gibt dann auch gleich noch ein Video dazu. Die sind nicht so doll, nicht so wild. Selling, alles, was man vom Scaff hat, kann man direkt an Fans verkaufen. Neues QL-Update. Man kann schneller auf die Pistole wechseln. Updated Trader UI, dafür gibt es auch ein Video gleich noch. Sie haben das komplette Menü da überarbeitet, dass es wesentlich einfacher ist, zu verkaufen, zu kaufen und so weiter. Haufen Quality of Life Features, schauen wir uns da auch gleich noch an. Streets of Tarkov wird erweitert. Und zwar, der kommt im Autohandel, im Kino, wir haben ja schon ein paar Bilder gesehen, kommt dann im Autohandel, kommt der Scaff-Boss, das ist in dem Fall Kaban, der hat eine PKM, eine Scaff-Boss-Waffe und ja, Streets wird erweitert. Es wird mehr Equipment und mehr Armor geben. Dann neue Waffen, haben sie auch Videos dazu gezeigt, die PKM, SVT, AVT, interessante Waffen. SVT und AVT sind Zweite Weltkriegswaffen, aber im Mosin-Kaliber, die auch vollautomatisch gehen. Interessant und günstig sehen die aus. Die AK-12-Serie, neue Sword of PM-Pistol wurde überarbeitet, ist nicht so interessant, aber ja, das tut sich bei den Waffen. Wie gesagt, neuer Scaff-Boss der Kaban. Ein Weapon-Stand im Hideout, den haben sie leider nicht gezeigt, aber es wird wohl so sein, dass man halt so einen Waffenschrank, einen Waffenständer hat, in den man einfach Waffen legen kann. Und das Gute ist, die Waffen sind dann da drin und nicht mehr im Stash und verbrauchen da Platz, was eine echt nette Sache ist. Dann hier New Location, zieht sich hier komplett durch, dazu haben sie gar nicht so viel gesagt. Bin ich mir gar nicht so sicher, was da gemeint ist. Quests werden neu gebalanced, Glass Shader optimiert, hier Optimizations, Tactical AI, also Scaffs werden weiterhin angefasst und dann hier unten durchgängig Client Performance Optimizations machen sie eh dauerhaft. Unity 2021 soll dann hier schon dabei sein oder dann hier irgendwann kommen. Waren sie nicht ganz klar drüber, sie haben gesagt, es gab da technische Probleme und sie arbeiten mit Unity zusammen, dass sie das machen können. Dann der neue Matchmaker, neue Ladezeit, ja, wird wohl auch erst hier im nächsten Patch irgendwann sein. Und dann, ja, Various Improvements, Launcher, Backend, Anti-Cheat, das läuft eh dauerhaft. Dann schauen wir noch kurz drüber, was uns dann nicht im nächsten Vibe, sondern dann im Laufe des nächsten Vibes und im Dezember-Vibe dann erwarten können. Magazine Preset, Recoil wird reworked, da haben sie ein Video gezeigt. War nicht ganz so vielversprechend, muss ich sagen. Das war, ja, hat ein bisschen komisch ausgesehen, aber war Work in Progress. Schauen wir uns gleich noch an. Armor Customization schauen wir uns gleich nochmal an. Mit den Hitboxen haben sie auch ein Video gezeigt. Vaulting soll kommen. Blindfire und Waffen, B-Pods und Mounting, also Vaulting, irgendwo drüber klettern, ohne zu springen. Blindfire, also dass man halt, also One-Handed, Two-Handed, es wurde überarbeitet, dass man halt irgendwie ja, um die Ecke schießen kann, Übersicht drüber, je nachdem. B-Pods, dass man auflegen kann. Der BTR auf Streets soll kommen im nächsten Vibe. Lightkeeper-Services, da hat Nikita gesagt, das wird interessant. Man kann Services vom Lightkeeper kaufen, die wirklich ja, viel bringen. Also der Lightkeeper wird erweitert. Streets of Tarkov weiter ja, erweitert. Left-Shoulder-Shooting, man kann die Waffen Schulter ändern, kommt dann, ja, Dezember-Vibe, dann neue Waffen, RPD, SCAR GL, Six Spear, 9A, 91, VSK, 94, nochmal ein neuer Boss, Achievements, große Sache, es wird Achievements geben. Dann
Balancing Changes to Mechanics of Armor and Damage and Movement, also das hängt auch hier mit der, wo ist es, Armor Customization zusammen, sie ändern die Hitboxen und so, das sehen wir gleich noch in dem Video. Weiß ich gar nicht, ob sie das jetzt, ja, sie haben das Video auf jeden Fall schon gezeigt, aber es steht halt hier auf der Roadmap. Skills, Weapon Mastering und so, Rebalance, Brightness Adjustments, okay, Various Technical Functional Adjustments, AI Behavior Improvements, okay. Dann hier, New Location, steht hier komplett neu durch und dahinter kommt dann nochmal mehr. Mal schauen, was da wirklich dahinter steht. Da sind sie nicht wirklich drauf eingegangen. Und dann schauen wir einfach mal weiter auf dem Twitter, was uns da gezeigt haben. Dann schauen wir uns hier kurz die Helmet Lights an. Ihr seht's, man kann die jetzt hier ranmachen und dann kann man es ja an- ausmachen. Als Helmet Light, es leuchtet halt genau vor einen auf dem Boden, was nicht so interessant ist. Kann man auch jetzt schon machen, ist aber nicht so gut. Dann schneller Waffenswitch, haben sie gezeigt. Nicht so interessant. Es gibt im Moment ein Endwipe-Event sozusagen. Die alte Rating-Seite wurde wieder aktiviert. Ich zeige euch die mal kurz. Escape from Tarkov.com/Rating. Und da hat Nikita gesagt, es gibt jetzt hier 10 Kategorien. Und da hat Nikita gesagt, jeder, der den ersten Platz hat in einer Kategorie, also 10 Spieler, werden dauerhaft 2 extra Reihen für ein Stash in ihrem Account bekommen. Und nur diese 10 Spieler. Und das heißt, ja, man kann jetzt sein ganzes Leben da rein versenken und das probieren. Das Einzige, wo man vielleicht nicht auf Zeit gehen muss, ist der längste Schuss. Und da sind Leute schon bei 1590 Meter. Ich denke mal auf Lighthouse einmal quer die Straße entlang bis zu Northern. Aber keine Ahnung. Ich werde es, denke ich, nicht probieren. Und ja, nur der Vollständigkeit halber gibt es das, dass ihr Bescheid wisst. Ist nicht gerade gut durchdacht. Keine Ahnung, warum das jetzt so sein soll. Es gibt einige Leute, die das grinden, aber es ist letzten Endes ein reines Zeitinvestment. Ein interessantes Video hier ist auf jeden Fall die PKM, die hat aber leider auch keinen Sound. Da hat Nikita gesagt, sie haben den Sound noch nicht fertig. Aber die PKM, das ist diese Scaffboss-Waffe. Und die schießt Mosin, also 762x54R Munition. Und das ist schon eine gute Sache. Ihr seht hier unten, ne, da ist LPS drin, da geht dann auch BT rein. Oder ja, die ganzen guten Mosin-Kaliber. Und sieht interessant aus, aber die wird es halt auch relativ selten geben. Hier vorne geht schon Laser drauf, man kann sie also auch ein bisschen modden. Und ja, bratzt, glaube ich, ganz ordentlich, wird aber auch ordentlich schwer sein. Und ja, interessante Waffe, aber wie gesagt, reine Scaffboss-Waffe. Wirklich interessantes Video ist hier dieses mit den Armor-Zones. Also man sieht hier, Armors werden einfach hier diese Armor-Plates haben, die dann an sich die Armor-Klasse haben und wie viele Armor-Points die haben. Und da kann man sich dann Armors herrichten. Und dann, wieso muss das hier eigentlich immer so laut sein? So, ein bisschen leiser. Und dann in-game sieht man dann halt, wie sie sich beschießen. Also, bei einer Slick, wenn er in die Seite schießt, ist das Stomach weg. Und man sieht es jetzt auch, wenn er hier überhalb von der Slick hinschießt, wird man durch Thorax getötet. Das heißt, es geht da durch. Man kann mit einer Shotgun Neck-Shots machen, wenn das Neck offen ist. Und jetzt kommt das Interessante. Wir haben hier Neck-Protection. Also, sie haben natürlich die Armors. Neck-Protection. Bei der Zebralo oder ja, wenn sie noch Zebralo heißt, wahrscheinlich schon. Und das wird ein großer Gamechanger, insbesondere für Shotguns und sowas, ne? Bleibt abzuwarten, aber es wird auf jeden Fall wesentlich interessanter, dann auch fette Armors zu tragen und da wirklich alles abzudecken, weil ihr habt es gesehen, die Slick ist dann schon relativ verwundbar. Und sie haben noch einen Arena-Trainer, haben sie uns gezeigt, könnt ihr kurz reinschauen, ist jetzt nicht so interessant. Und hier gibt es auch noch das neue oder das Work-in-Progress Recoil. Ah, ich bin da nicht so der Fan von, das haben sie halt gezeigt. Man sieht, die ersten Schüsse gehen einfach gerade nach oben und in Tarkov ist es so, im Moment, die Schüsse gehen nach oben und dann setzt das Recoil Compensation ein, je nachdem wie die Skills sind oder wie arg gemoddet die Waffe ist und sonst was. Und die, das setzt jetzt wohl wesentlich später ein. Das heißt, effizient, so wie das da aussieht, wird der Recoil einfach mit den ersten Schüssen wesentlich höher, als statt dass er niedriger wird. Von daher bleibt abzuwarten. Jetzt hier, wenn er gleich einmal Dauerfeuer macht, sieht man, wie dann einfach das Recoil hängen bleibt. So, er schießt jetzt und dann bleibt es oben irgendwo hängen. Und das war eigentlich jetzt bis jetzt nach dem zweiten, dritten Schuss. Und jetzt ist es so nach dem fünften, sechsten Schuss. Und es macht effizientes Recoil wesentlich ja, härter. Und die Waffe ist im Dauerfeuer erstmal, ja, die ersten 5, 6 Schuss schwieriger zu kontrollieren. Kann man aber ausgleichen, da es ja, wie man sieht, bloß nach oben geht. Und das war es jetzt erstmal alles, was wir zu den Sachen rund um Vibe wissen. Und jetzt schauen wir uns noch an,
oder reden wir mal drüber, was wir zu Arena erfahren haben. So, was haben wir zur Arena erfahren? Als erstes Mal haben sie uns einen kleinen Trailer gezeigt, den seht ihr schon im Hintergrund. Vieles daraus nicht auszusehen. Man sieht Spectator-Modus, es wird 5 gegen 5 gespielt und ja, sie haben wohl da mit Virtus Pro einige Sessions auch ein internes Turnier gemacht. Und es sieht interessant aus, aber muss man dann auch wirklich erstmal selber spielen. Nikita hat auch gesagt, der Arena-Modus wird eine interne Tournament-Struktur haben, die man nutzen kann und die dann ja zur Verfügung steht. Und an der arbeiten sie im Moment noch. Arena-Zeitpunkt hat er gesagt, ja, im Herbst. Kann sich auch nach hinten verschieben. Es kann sein, also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auf der Gamescom sind. Die Gamescom ist vom 24. bis zum 27. oder vom 23. bis zum 27. August. Und da sind sie möglicherweise auf der Gamescom, ist wohl noch nicht ganz sicher. Und wenn man da ist, kann man wohl auch Arena spielen. Und Nikita hat gesagt, man kann auch mit ihm selber reden und ihm ein bisschen Feedback geben. Das waren seine Worte. Und ich überlege ernsthaft, auf die Gamescom zu fahren, wenn das wirklich so ist und das auch einfach mal anzutesten. Aber ja, Arena, sie wollen eine spielbare Version auf der Gamescom haben und dann halt im Herbst, dass es alle spielen können. Und sie wollen es wohl mehr in diese E-Sport-Richtung drücken, als es gedacht ist. Es wird auf jeden Fall so Sachen wie Killcam geben und alle möglichen Features, Spectator-Modus. Und ja, leider habe ich, also ist es ein bisschen später, als ich es erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt mit dem Vibe auch Arena kommt, das zusammen Hand in Hand geht. Ist jetzt nicht der Fall, aber so viel wissen wir dann auch noch gar nicht drüber, außer dass es halt immer noch der Fall ist, dass halt ja, die gleichen Mechaniken verwendet werden, die gleichen Waffen und so weiter. Und ja, es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich freue mich sehr drauf. Ich persönlich hoffe, dass es nicht zu arg competitive wird, aber so wie es aussieht, wollen sie da wirklich, dass halt auch, also Virtus Pro hat gesagt, sie machen da ein Team und stellen da ja, Pro-Player und weiß der Geier, mal sehen, ob es da wirklich große Tournaments geben wird und LANs und sowas. Aber ich persönlich muss sagen, ich freue mich auf den Ranked-Modus und auf alles andere, was man da so spielen kann. Aber jetzt wirklich da nochmal anzugreifen, competitive in dem Team zu spielen und auf LAN und weiß der Geier, das sehe ich mich nicht mehr. Ich bin Streamer und ich freue mich auf den Ranked-Modus. Und Arena wird hoffentlich eine sehr, sehr gute Addition und alles, was wir da sehen. Und spricht auch dafür und ich hoffe, dass da nicht zu viele Kinderkrankheiten drin sind, die halt auch ein Competitive Game mit sich bringen kann. Aber das bleibt abzuwarten, dazu müssen wir es erstmal selber spielen. Und ja, das ist so das, was wir zu Arena wissen. Und ansonsten, ich hoffe, ich hatte alles dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist sicherlich das ein oder andere untergegangen. Ich habe jetzt das Video direkt nach meinem Stream aufgenommen, nachdem ich den Podcast auch gesehen habe und habe das jetzt bloß aus dem Kopf. Also wenn auch irgendwas gefehlt hat, könnt ihr das gerne in die Comments schreiben oder ja, ähnliches mich das wissen lassen. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/außer, da würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.